Mal sehen, halt. Das soll eine schöne Frau sein. Dazu sage ich Folgendes. Die ist alles, aber nicht schön. Geil. Muss man sich mal vorstellen. Das soll eine hübsche Frau sein. Was steht da? Sind das die Todesgesellen des Busendoktors? Das ist mir sowas von schon viel. Ja, aber das ist Bild. Welche Zeitung ist das? Ah, das ist die andere Seite hier. Schumi endlich wieder zu Hause. Na, das ist doch was. Das ist doch mal was Nettes. Bettler im Rollstuhl, was? Läuft in den Feierabend. Naja, siehste, Kinder, soweit gibt das alles, ne? Das ist eben so. Ja, wo ist denn hier der Zaun? Bitte. So, Pizza ist im Ofen. Ich habe mir gerade eine Pizza im Ofen gemacht. Diabolo, der Teufel. Naja, besser geht's da wohl nicht, oder? Das ist so geil. Ich fahre darauf so voll ab. Gut. Paula ist jetzt auch endlich satt. Ja, Gott sei Dank. Die hat sich ja nicht zu essen getraut. Ja, tja. Was soll ich dazu sagen? Nicht mehr. Dazu sage ich nicht mehr. Kommt bald das neue Sound. Aber erstmal muss ich auf die Reihe kommen. Danach kommt das andere an. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Mindestens ein Jahr. Wenn nicht sogar noch länger. Mal sehen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle weiß ich, dass es kommt. Also, das ist ja schon mal was, oder? Reicht mir doch, zu wissen, dass es kommt. Ja, ich weiß es eben. Ja, auch wenn andere das nicht glauben wollen, ja, interessiert mich ein Scheißdreck. Ja, ich muss mal nach der Pizza kicken gehen. Ach nee, noch nicht. Noch nicht, ich habe noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Jetzt ja. Dann kann ich euch auch weiter voll quatschen. Ja. Ich gehe da eben an der Kasse, da sage ich, oh man, so ein Typen da, ich habe ja zwei vorgelassen, die haben schon alle gekickt, weil ich das sonst habe ich es ja immer so eilig. Aber mittlerweile weiß ich nicht, mache ich alles in Ruhe, war so, ja. Ich sage ja, seit Sonntag ist irgendwie alles anders, seitdem ich da meditiert, also ich muss echt mit einem Affen gepudert gewesen sein, anstatt ich das nutze. Das Meditieren, wenn das bei mir so gut anschlägt. Aber nein, der Bienenstein macht das nicht. Gut, jetzt hat der Bienenstein entschlossen, ja, sich dazu, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde nur für sich zu meditieren. Ja, und das mache ich jetzt regelmäßig und mal sehen, ob das nicht besser ist als Tabletten fressen. Ja. Ich denke mal fast ja. Das ist bestimmt besser. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich probiere das jetzt aus. Ich habe jetzt hier noch Zeit, um das auszuprobieren. Dr. Mungwald sieht also erst am 16. wieder. Am 15. habe ich Verabredung mit, also nicht Verabredung, aber da rufe ich den Herrn Bürgermeister mal an, ob er schon was weiß. Und am 16. wollte ich ja eigentlich zu Dr. Mungwald, aber mal sehen, vielleicht verschiebe ich das auch, ja. Weil ich glaube, einen Monat gebe ich mir mal jetzt mit dem Meditieren, ja, als Probe so für mich. Ne? Ich probiere ja immer alles aus. Ja? Weil warum? Na, ich bin Autodidakt. Ich bringe mir alles selber bei. Das ist einfach das Sicherste, was man machen kann. Ja? Deswegen mache ich ja hier auch so wenig. Ja, ich könnte ja hier mit Geld verdienen. Aber das ist noch nicht so weit. Außerdem ist das auch nicht unbedingt mein Anspruch. Sag mal, ja, klar. Wenn ich erstmal auf der Welt bin, dann muss ich mich dann natürlich sehen. Da muss ich mich kümmern, um 2 Millionen Euro, weil die brauche ich, um einen neuen Laden entstehen zu lassen, der dann wirklich Weltklasse hat, ja. Und sich von Berlin aus verbreiten wird das nächste wird ja dann sein in Havanna. Ja, das nächste Sound, The Best of the World, Havanna. Das kommt als zweite dran, ja. Das muss ich ja alles. Das ist ja alles schon geplant. Aber das dauert eben seine Zeit. Leider, leider. Und dann soll mir keiner kommen von wegen hier Rockmusik. Ja, nein, nein. Alles wird gespielt. Ja, das wird überall, in jedem Laden wird es drei Ebenen geben. Ja, drei Ebenen. Vergangenheit, Zukunft und das Jetzt. Ne?
Also, das ist ja wohl klar, das entspricht mir, ja? Weil ich bin ja auch so, ne? Ich lebe gleichzeitig überall. Ja? Und so muss es sein, ne? Sagt die Biene zum Stachelschwein. So, habt einen schönen Tag da draußen, habe ich zwar alles heute schon mal gesagt, aber ich muss jetzt mal nach die Pizza kicken, denn nicht, dass sie mir verbrannt. Okay, lasst euch, hab ich schon, okay, ciao.